Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 23. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre. Und Dezember 2012 begann ein neuer platonischen Monat und das nennen wir Wassermann-Zeitalter. Das, was die Mayas berechnet haben. Sie haben nichts gesagt über Weltuntergang, so wie das in Medien und in spirituellen Szenen vermittelt wurde. Nein, sie haben bestimmt, es beginnt ein neuer platonischer Monat. Bis dahin lebten wir noch im Fischenzeitalter. Und jetzt befinden wir uns im Wassermann-Zeitalter und das endet sich etwa Jahr 4000 und dann beginnt die Steinbock-Zeitalter. Und zurück zu dieser Berechnung, das heißt, die indischen Astrologen berechnen diese Bewegung auch und diese Bewegung nennt man Präzession. Die westliche Astrologie berücksichtigt das nicht, also es ist eine andere Berechnung. Aus diesem Grund wundert euch nicht, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als im westlichen Horoskop. Hier in diesem Bild erscheint die vier Grundelementen Feuerelement, Erdelement, Luftelement und Wasserelement. Wir haben noch ein fünftes Element, das nennt man Äther oder Prana, das ist das Geistige. Aber in Natur, das was wir auch in Natur auch sehen und erkennen können, das sind die vier Grundelementen und alle vier ist lebensnotwendig. Wir brauchen die Wärme und die Sonne, wir brauchen die Erde und die Natur und auch die Materie, wir brauchen auch die Luft zum Atmen und wir brauchen auch Wasser zum Trinken. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement und ich setze Suraya zum Wassermann. In indischer Mythologie ist Suraya die Sonne. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage, bei Sonnenaufgang ist noch exakt im Grenzbereich, im laufenden Tagen, bewegt sich Mond in Tierkreiszeichen Waage. Auch für Mond gibt es mehrere Namen, einer davon ist Soma. Ich setze Mond oder Soma in Tierkreiszeichen Waage. Wir sehen, die beiden Lichter, Sonne und Mond, befinden sich im selben Element und das zeigt Harmonie. Und diese Harmonie spüren wir im heutigen Tag.
Mars steht mit Feuergott Agni in Verbindung. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Ich setze Agni zum Tierkreiszeichen Widder. Das ist natürlich feurig. Und die Mars-Energie oder Mars-Impuls ist beweglich. Und hier im Feuerelement kommt in Ausdruck, besonders bei Widder. Und das heißt, wir begeistern uns gerade leichter von etwas oder jemand begeistert uns und wir setzen unsere Kraft in Bewegung. Oder wir können gerade uns durchsetzen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. In meinem Bild zeigt sich Buddha mit 2D und das bedeutet schon die Erleuchtete, aber ich habe keine andere Bild dafür. Ich benutze dieses Bild für Merkur und Merkur befindet sich im Wassermann, auch im Luftelement. Jupiter steht mit Indra in Verbindung. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Indra oder Jupiter in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Venus steht mit Lakshmi in Verbindung. Ich setze Lakshmi oder Venus hier im Schütze. Saturn ist auch im Schütze. Saturn steht mit Skanda in Verbindung. Ich setze Skanda auch im Schütze. Mit Saturn endet die persönlichen Planeten und wir schauen an die Elementenverteilung. Es ist wichtig, weil wir brauchen den Ausgleich. Mars, Venus, Saturn ist im Feuerelement, Jupiter ist im Wasserelement, Sonne, Mond, Merkur ist im Luftelement und es fehlt als Ausgleich die Erdeelement. Und das ist die Bodenständigkeit, Materie, auch die Finanzen. Die Natur gibt uns auch Kraft. Wir sollen auf die Erde-Element konzentrieren und so finden wir die Gleichgewicht, die Harmonie. Oder so können wir das beeinflussen energetisch, dass wir das ausgleichen. Und jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Und hier bringt Umbrüche und Veränderungen. In dem Lebensbereich, wo ihr die Tierkreiszeichen Widder im Horoskop habt. Wenn ihr wieder Aszendent habt, dann ändert sich entweder etwas in euren äußeren Erscheinung, andere Haarfarbe oder anderen Auftreten, ändert sich etwas in euren Persönlichkeit oder kommen plötzliche Veränderungen, was euren persönlichen Umfeld verändert. Wenn ihr im zweiten Lebensbereich die Tierkreiszeichen Widder habt, dann ändert sich etwas um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Hier handelt es sich um Werte
oder ändert sich etwas in Finanzen? Wenn ihr wieder im dritten Lebensbereich habt, das nennt man Häuser, aber ich vermeide diesen Begriff, ich mag das nicht. Ich nenne das als Lebensbereiche. Bei dritten Lebensbereich wieder mit Uranus Einfluss ändert sich die Verbindung zum Geschwister, ändert sich etwas in Kommunikation über Medien oder Schulungen, ein Austausch von Wissen. Wenn wieder im vierten Lebensbereich habt, im häuslichen Bereich, das kann ein Umzug bedeuten. Wenn ihr Uranus wieder im fünften Lebensbereich habt, dann ändert sich die Verbindung zu euren Kindern oder kommt Schwangerschaft oder wird Enkelkind geboren. Bedeutet auch euren schöpferische Kraft und legt die Kreativität durch Uranus, kommt ihr zu neuen Ideen. Wenn ihr wieder mit Uranus im sechsten Lebensbereich habt, dann ändert sich etwas beruflich. Aber hier ist auch die Gesundheit und Uranus steht astromedizinisch zum Nervensystem, also ihr braucht sehr viel Ruhe und Gleichgewicht. Wenn ihr wieder mit Uranus im siebten Lebensbereich habt, im Geburtshoroskop, dann ändert sich etwas in Partnerschaft. Wenn ihr wieder mit Uranus im achten Lebensbereich habt, im Geburtshoroskop, dann ändert sich etwas in erbschaftlichen Situation oder mit Ämtern und ihr befindet euch ein Prozess des Loslassen und Erneuerung, Transformation. Wenn ihr wieder mit Uranus im neunten Lebensbereich habt, dann habt ihr Auslandskontakte, ändert sich etwas, kann auch bedeuten, dass ihr auswandert nach Ausland, Umbrüche, Veränderungen Richtung Ausland oder ihr bewegt euch in eine innere Reise und das bedeutet Spiritualität oder eine Bildung, eine höhere Bildung. Wenn wieder im höchsten Punkt des Horoskopes befindet, im 10. Lebensbereich, und hier bewegt sich jetzt gerade Uranus, dann kommen Umbrüche, Veränderungen im Beruflichen. Wenn ihr wieder mit Uranus im 11. Lebensbereich habt, dann ändert sich etwas im Freundeskreis. Und wenn wieder mit Uranus im 12. Lebensbereich habt, ihr braucht mehr Ruhe. Weil hier liegen die Ursachen, die Erkrankungen und Uranus löst etwas im Körper aus und das ist das Nervensystem. Außerdem kommen Veränderungen, all das, was im Geheimen liegt oder habt ihr geheime Feinde und da ändert sich etwas bei diesen Verbindungen. Neptun befindet sich in der Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun zeigt unsere Träume, unserem kreativen Seite. Und im Wassermann bekommt die Unterstützung, bekommen wir die Ideen. Und das wird im kreativen Bereich umgesetzt. Pluto gibt uns die innere Kraft. Pluto befindet sich im Schütze. Und jetzt die Verbindungen. Sonne und Mond steht in einer harmonischen Verbindung, weil beide befinden sich im Luftelement. Mars und Venus, Agni und Lakshmi, beide ist im Feuerelement. Von dieser Qualität haben sie die Harmonie, aber sie stehen momentan nicht in einer Verbindung. Jupiter
Und Merkur, also Indra und Buddha, haben eine Verbindung und das ist eine Spannung. Und das Thema ist Kommunikation und Ungerechtigkeit. Eine rechtliche Lage und da entsteht momentan eine Spannung und hier brauchen wir eine Lösung. Die Lösung liegt in der goldenen Mitte und das befindet sich im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock und wirkt den Sternbild Adler, damit Altair, Vega, Deneb, das sind die Sterne in Umgebung, können eine Lösung bieten. Und das heißt, eine Übergangsphase oder Brücke zu bauen, ein Entgegenkommen, Kompromisse schließen, so können wir diese Spannung entspannen. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage, aber nach Sonnenaufgang übergeht Mond in Tierkreiszeichen Waage. Soma ist hier im Waage. Die Mondhaus heißt Chitra und dieses Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Dieser Stern Spica kommt von Latein und wird bei Römer verehrt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau und bedeutet, etwas trägt Früchte, aber man braucht Geduld. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt etwas starten, wenn wir etwas mit diesem Mondenergie beginnen, trägt Früchte, aber die Ergebnis wird nicht sofort da sein. Das muss reifen lassen. Dieser Sternspeaker ändert sich die Helligkeit. Spica wurde nicht nur bei den Römern verehrt, Spica wurde auch bei den Ägyptern verehrt und sie haben ihren Hathor-Tempel immer so gebaut, dass dieser Tempel Richtung Spica zeigt. Hathor war eine Fruchtbarkeit-Göttin bei den Ägyptern. Göttin die Fruchtbarkeit, Göttin die Lebensfreude, Göttin die Tanzmusik und Göttin die Bodenschätze. Hathor war die Herrin des Westens. Spica bildet sich die Frühlingsdreieck mit Regulus und Arcturus. Wenn wir einen vierten Stern noch dazu nehmen, Korcaroli, dann bildet sich diesen vier Sternen gemeinsam eine große Diamant. Und dieser Diamant besteht von diesen Sternen Spica, Regulus, Arcturus, Korcaroli. Und jetzt zu dem Maya-Kalender. Die Mayas haben ein Kalendersystem ausgearbeitet und dieses Kalendersystem ist ein sehr präzise Kalendersystem und von diesem Kalender kommen auch die Portaltage. Leider wurde durch die Inquisition ein Teil vernichtet von diesen Schriften, aber ein Teil ist erhalten geblieben und ich möchte auch in Zukunft nicht nur bei Portaltagen, sondern auch bei Tageshoroskopen diese Maya-Kalender, so wie die Mayas das beschrieben haben, auch erklären, beschreiben. Es gibt im Maya-Kalender die sogenannten Wellen oder Töne oder Frequenzen.
Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das entspricht wie bei uns eine Woche. Diese Zahl 13 ist eine heilige Zahl bei Mayas. Wir befinden uns gerade in der sechsten Welle und diese sechste Welle dauert bis 26. Februar 2019. Und diese Welle vertritt gerade die Luftelement. Und dieser Luftelement befreit uns von etwas. Oder können wir endlich aufatmen? Oder schenkt uns Leichtigkeit, aber auch Gedanken, neue Ideen. Und Luftelement steht mit Kommunikation auch in Verbindung. Diese Welle, wo wir uns gerade befinden, heißt der Tod. Das hat aber nicht mit einem Tod oder Todesfall was zu tun, sondern das bedeutet, wir sollen in dieser Zeit Angst, Unsicherheit überwinden. Wir befinden uns in einer Brücke der Transformation und wir lehnen etwas ab. Etwas absterben lassen ist die Thema. Alte Rollen, alte Verhaltensmuster, alten Gedankenmuster, Kontakte oder die Arbeit oder eine Beziehung ist auch möglich, dass wir all das zurücklassen. Wir werden nicht alles zurücklassen, aber in dieser Zeit können wir von einiges verabschieden, was im Weg liegt, was uns hindert. Also das ist die Zeit, das Zurücklassen, das Loslassen, ein Erneuerungsprozess. Es ist wichtig, in dieser Zeit lernen, im Gegenwart zu sein und unserem Gleichgewicht finden. Den heutigen Tag haben wir die Zahl 10 und das wird hier mit zwei Linien gezeichnet bei den Mayas. Und die Zahl 10 bedeutet Manifestation, aber erst dann, wenn wir etwas zurücklassen können, von etwas loslassen, das kann auch die Angst sein, oder etwas von etwas befreien oder kündigen oder trennen oder loslassen, und das ist die Befreiung, und nach dieser Befreiung kommt die Manifestation. Die heutige Symbol ist Men, das zeigt sich hier in dieser Karte, das ist wie ein Tagesenergie oder planetarischen Einflüsse. Diese Karte bedeutet oder diese Zeichen bedeutet bei den Mayas Adler. Und dieser Adler vermittelt uns Überblick zu schaffen über etwas, aber auch Botschafter zwischen Himmel und Erde, diese Verbindung. Und diese Tagesenergie bedeutet auch Selbstbewusstsein, Botschaft, Spiritualität, Glauben an uns selbst, und das ist die Fülle, die materielle Fülle und die spirituelle Fülle. Die Mondenergie. Mond befindet sich gerade in einem galaktischen Mond und dieser galaktische Mond dauert bis 6. März 2019. Die heutige Mondenergie ist hier IMX, ist die heutige Mondenergie. Also wir haben gerade einen galaktischen Mond und das ist schon die kosmische Energie, obwohl Mond ist immer kosmisch, aber vermittelt eine spirituelle Kraft. Wir haben einen spirituellen Mond, einen galaktischen Mond,
Und dieses Symbol, was die Mondenergie uns heute vermittelt, diese Imix, bedeutet übersetzt eine Drache. Und das heißt, wir gehen in die Quelle des Lebens, zurück zu unserem Intuition. Das ist wie die Urmeer, die Emotionen. Also wir sollen heute intuitiv handeln. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.